Willkommen zurück, meine lieben Freunde. Ich bin euer lieber Odo. Auch Menschen können kaputt gehen, nicht nur Maschinen. Wir sind zurück bei unserem Let's Play Civ 6 in Sparta. Mhm. Ich habe mir das in der Pause quasi ein wenig kurz angeschaut. Saladin kann uns echt nicht ausstehen. Wahrscheinlich werden wir mit dem einen Krieg bald führen müssen. Aber ich glaube, wir sind relativ stark im Vergleich zu ihm. Er scheint nicht besonders gut zu sein, was das betrifft. Und wir haben bereits die beiden Stadtstaaten, glaube ich, auch auf unserer Seite. Derzeit haben wir noch ein Abkommen, dass wir durch seine Städte durch dürfen. Ich habe noch letztens eine... Schauen wir mal, ob wir da ganz durch können. Durch Medina auch gleich. Ich würde mir ganz gerne anschauen, ob wir... Ich überlege mir gerade... Also ich habe noch einen Missionar letztens gleich gekauft. Da versuchen durchzukommen. Was ist denn das da? Ach, das ist ein Tempelbezirk. Ja, das ist so. Gut, ich fürchte, da geht es nirgends mehr weiter. Kontinenten. Ach, du wartest hier weiter. Jo, und du kümmerst dich um Mykene, damit das eine brauchbare Stadt wird. Bezüglich Religion. Was machst du? Ich habe keine Ahnung mehr. Ah, ich weiß schon wieder. Wir wollen hier noch ein Feld machen. Damit wir den Bonus für Feudalismus kriegen. Und auch gleich dann, wenn Feudalismus eingeht. Naja, stimmt, das haben wir schon gesehen. Das ist ein möglicher Nachbarkontinent. Wenn wir den Feudalismus dann haben, können wir dann gleich dort mehr Nahrungsmittel produzieren. So, also forschungsmäßig sind wir vorm Saladin, was ich gut finde. Wir könnten Militärtaktiken machen, um unseren einen Hopliten aufzurüsten. Oder machen wir die Hopliten. So, deswegen, weil ich müsste ja eigentlich einen Haufen Bogenschützen aufrüsten. Und das kostet mich mehr, als ich derzeit Geld habe. Wow, das kostet aber wirklich viel Geld. Das hast du auch 190? Bist du wahnsinnig? Ich kosten alle 190? Uff, muss ich noch länger dauern. Hätte ich vielleicht doch nicht dieses Gebiet dort kaufen sollen. Aber ich habe nächste Runde einen Händler. Wenn ich den habe, dann gibt's immer noch ein paar mehr Geld. So. Ja. Ja, so. Auf Bereitschaft. Ja, auch hier geht's leider nicht weiter. Gut, wohin könnten wir gehen? Kandi bringt uns zwei Religionen, zwei Glauben. Mykene wäre aber besser, weil das löst dann... Erstens einmal kriegen wir einen Handelsposten dort. Zweitens...
lösen wir ein bisschen einen religiösen Druck auf ihn aus. Hoffe ich doch. So, bringt nicht so viel, muss ich zugeben. Aber na, kann man nichts machen. Gut. Mal daher. Ah, du bist da. Du bleibst stehen und wartest, bis wir von alleine die Gebiete also entwickeln. Du schaust deine Nachbargebiete an weiter. Ah, nein, du kommst da nicht durch. Na gut. Dann gehen wir wieder raus. Schade. Huch. Da ist ein Bogenschütze. Mit etwas Glück erobert dieser Bogenschütze den Siedler hier. Das ist ja dämlich. So, was machen wir hier? Wir machen hier einen Markt. Wir brauchen mehr Geld. Wir brauchen mehr Geld. Mehr Händler, mehr Geld, mehr alles. Diese Schlacht. Das war super. Ha, die sind super. Und 7 Kultur gekriegt. Finde ich gut. So, wir fahren da alles ganz genau ab. Weil im Endeffekt möchte ich möglichst viel vom Terrain Kognitor erkennen. Ah, nein, naja gut. Wurscht. Ja, ja, fahr weiter. So, zu wenig Nahrung, und zwar in Athen. Das haben wir eigentlich, das ist ein ständiges Problem für Athen. So, Mykene, was machen wir da? Tja, in Mykene könnten wir rein theoretisch irgendein Zentrum bauen. Ein Industriegebiet, weil die brauchen eh so lang für alles. Oder heilige Städte. Campus. Oder vielleicht doch ein Industriegebiet. Ja, machen wir da ein Industriegebiet hier, weil hier bauen wir mal eine Mine hier und dann kriegen wir plus 1 Produktion für die Mine, nämlich die angrenzt. Ah, besser wäre es eigentlich da hier. Das Industriegebiet, weil da haben wir zwei mögliche Minen daneben. Ja, wurscht. Wurscht. Mit den Azteken habe ich gespielt, da kann man mit den Bautrupps diese Sachen auch auch ausbauen. Das ist bei so schwachen Städten wie Mykene extrem cool. Dadurch produzieren die sehr viel schneller, diese Zentren, diese Bezirke. Oh, da können wir noch einen Handelsweg bauen. Wieso das? Interessant. Worauf hinaus dürfen wir jetzt noch einen bauen? Woher kommt dieser eine Handelsweg jetzt? Kann man das jemand sagen? Ah, wahrscheinlich bin ich mit irgendeinem Zentrum fertig, mit einem Handelszentrum oder so irgendwas.
brauche ja da jetzt tatsächlich kein neues Bauen. Gut, du schaffst dich hier mal. Wir sollten da vielleicht auch noch eine Stadt herbauen, irgendwo daher vielleicht. An die Küste auf jeden Fall. Daher vielleicht. Da haben wir Gewürze. Wir können da vielleicht sogar zwei Städte bauen. Eine da und eine da drüben. Keine schlechte Idee. Ja, du wartest auch. Du wartest auch. Argos ist womit mit einem Handelszentrum fertig geworden. Ausgezeichnet. Dann bauen wir jetzt als erstes, weil du das ja jetzt kannst, einen Händler. So, nächste Runde können wir den ersten Bogenschützen aufrüsten und ich würde fast sagen, wir rüsten mal den auf, der da drüben beim Wahnsinnigen ist. Lauter Papiere und Formulare. Der ganze Staatsapparat ist wie eine Festung aus Papieren, Formularen und Regeln. Finde ich gut. Regeln sind gut. Plus eine Annehmlichkeit für Städte mit Garnisonseinheit. Das ist keine schlechte Sache eigentlich, weil ich habe jetzt eh überall in einer Stadt jemanden rumstehen. Jede Stadt erhält plus eine Kultur für jeden Spezialbezirk, den sie baut. Finde ich auch gut. So, das mit dem einen Gold lassen wir. Das hauen wir weg, weil das haben wir eh nicht gemacht. Und wir geben. Wo war das mit der Annehmlichkeit? Das da rein auf jeden Fall mal. Den Schriftsteller lassen wir. Natürlich. Na, Einfluss Diplomatie ist uns wurscht eigentlich. Was bauen wir denn gerade viel? Siedler wollen wir wieder ein paar bauen. Das Geld brauchen wir, das lassen wir drinnen. Wir machen das mit den Siedlern. So, wohin wollen wir? Daher. Vielleicht finden wir da unten ja noch ein paar. Gibt
Gebiete, ein paar Dörfer. Okay, machen wir nochmal ein bisschen genauer. So, sehr brav. So, Adrismus weiter verbreitet. Karthago braucht den Zoroastrismus auch noch einmal. Toronto wahrscheinlich auch. Ah, du gehst. Warte mal. Naja, vielleicht auch nicht. Was? Okay, diese Galerie geht in diese Richtung. Schauen wir mal, ob wir da Gebiete im Wasser finden, die wir noch nicht angeschaut haben. Boah, wir sehen das offene Meer. Finde ich gut. So, Ausrichtung. Feudalismus, das bringt uns. Das da ist sehr cool, dass die Handwerker mehr machen können. Das ist gut, das mag ich. So, Sparta. Was machen wir in Sparta? Jetzt haben wir gerade an Dings gebaut. Wir könnten noch immer die große Bibliothek bauen, aber die ist eigentlich ziemlich sinnlos. Wir bauen noch einen Siedler, weil wir haben die Siedlerfähigkeit wieder eingestellt. Dadurch sind wir schneller im Siedlerbau. 4 Runden lang. Danach machen wir wieder was anderes vielleicht. Ja. Was soll's das auch fertig machen? Ja, du brauchst das natürlich nicht machen. Du gehst weiter nach Karthago. Schauen wir mal. Boah, der macht das gleiche in Karthago mit seinem Missionar. Ist das eine arge Ratte? Wieso sind die eigentlich schon verletzt? Offensichtlich war da schon wer und hat mit dem gekämpft. Yes! Da gibt es ja noch mehr Typen. So. Oder? Ja, offensichtlich. Zumindest erforschen wir da jetzt nicht unbedingt viel mehr. Ja, ich mach mal nix. Ah, das ist jetzt so eine Sache. Wenn ich das abbauen vielleicht, weil da ist die Akropolis daneben. Das heißt, wir wollen neben der Akropolis ja möglichst viele Bezirke und Dings haben. Und Wunder haben. Vielleicht lasse ich das da, mache kein Sägewerk, sondern mache da oben das Sägewerk. Das ist eine gute Sache. Ich bin ein großer Freund von Sägewerken, weil ich bin ein großer Freund von Wäldern. Also in allen anderen Ziffs soll ich Wälder auch eher stehen lassen, als sie abzufällen. Der Computer ist dann nicht so der Meinung wie ich. Der Zweck der Erziehung ist, einen leeren Geist durch einen offenen Geist zu ersetzen. Und eine Hagia Sophia können wir bauen. Muss eine Religion gegründet haben, muss an eine heilige Stätte im Besitz dieser Stadt angrenzen. Vielleicht können wir die Hagia Sophia dort hinten hinbauen. Oh, nein, mit euch kämpfen wir nicht. Ganz gern diesen Handwerker haben. Im schlimmsten Fall akzeptiere ich, dass ich ihn nicht kriege, aber lieber hätte ich ihn. So, Hobbit. Mehr Wasser gesehen.
So, Bildungswesen. Na, dann machen wir kurz das Militärtaktik. Ja, na gut, machen wir weiter. Vielleicht sollten wir einfach Krieg führen mit Arabien. Obwohl ich mag das überhaupt nicht. So selbstständig Krieg führen. Ich lasse mich ganz gerne angreifen. Von da hinten dazu. Gehen wir daher, vielleicht kommen wir dann wieder rauf. Vielleicht können wir diese Leute ja ablenken von uns. Achso. Ah ja, stimmt, da wollten wir noch nichts machen. So, Freund. Du kümmerst dich um Karthago. Damit die lieben Moslems nicht zu viel für heute mit uns haben. Was sollen wir eigentlich machen für dich? Einen Unterhaltungskomplex. Ich weiß nicht. Und für dich? Wir haben eine neue Möglichkeit gefunden, unsere Landwirtschaftserträge zu steigern. Mit dem Feudalismus wuchs dem Menschen eine eiserne Rüstung, bis er im Kampf irgendwann einem Gürteltier glich. Okay, gut. Ja, Handwerker können dann zwei zusätzliche Bauaktionen machen, wenn wir sie ausbilden. Wobei zurzeit brauchen wir eh keine Handwerker. Ist aber trotzdem eine sehr coole Fähigkeit. Und plus 50% Produktion für Nah-, Fern- und Kavallerieabwehreinheiten des Mittelalters und der Renaissance. Auch nicht schlecht an und für sich. Ich glaube, wir lassen die Siedlerproduktion, weil ich möchte zumindest zwei Siedler ausbauen. Und den Schriftsteller wollen wir schließlich auch. So, wenn wir Feudalismus haben, bekommen wir ein Heureka für Steigbügel. Finde ich gut. So, schwuppdiwupp. Das war schlecht. Schwuppdiwupp, das war schlecht. Oh. Er hat uns das Ding zugemacht. Das war aber nicht ein Dieb von ihm. Können wir das so angreifen? Nein. Du bist doch eine kleine Kröte. Ah, vielleicht sollten wir dann den Druck auf ihn ein wenig erhöhen. Und noch ein paar Missionare bauen. Oh, einen Apostel können wir bauen jetzt. Genau, weil wir den Tempel haben. Den Feuertempel können wir auch bauen. Finde ich gut. Bauen wir mal einen Apostel. Der kann nämlich die Religion reformieren. Das heißt, wenn wir einmal zwei Apostel machen und die Religion mal fest reformieren, Glauben haben wir ja genug noch. So, warte mal.
dich, wenn wir uns ausbessern. Ah, okay. Mhm. So, Ausrüstung. Da sind wir auch weit vorne. Also weit vorne weiß ich nicht. Wir sind halt... Naja, doch um einiges weiter vorne, als er wenn er erst dort hinten ist. Ich habe schon die drei. So, was machen wir? Göttliches Recht, um die Monarchie zu machen. Baut zwei Tempel. Hm. Baut zwei Märkte. Das haben wir schneller. Vielleicht errichtet vier Handelswege. Das haben wir auch bald. Habt 8 Landeinheiten in eurem Militär. Haben wir das noch nicht? Verdammt. Die Monarchie wollen wir unbedingt möglichst schnell haben. Also unbedingt muss es nicht sein, aber sie bietet doch um einiges mehr an Möglichkeiten. Die Hagia Sophia nicht bauen, muss eine Region gegründet haben, muss an eine heilige Stadt diese. Wieso kann man es nicht an eine heilige Stätte bauen? Da ist eine heilige Stätte. Hm. Was ist damit? Heißt das, ich muss es ich müsste die zwei in. Die müsste ich wahrscheinlich in Sparta gründen, weil ich in Sparta den Propheten gekriegt habe. Das ist ja absolut absurd. Sehr, sehr ärgerlich. So, wir brauchen Siedler. Naja, naja. Ich weiß nicht. Du bist so langsam. Wieso ist Athen so langsam? Weil wir hier so wunderschöne... Oh. Deswegen haben wir kein Essen. Wenn wir das da machen. Ah. Und auch keine Produktion, weil wir einen Haufen Kultur hier produzieren. Das erklärt natürlich einiges. Na gut, puh. Wenn wir da schon so viel Kultur produzieren, dann machen wir halt das Monument auch noch rein. Was soll's? Eine Universität mit Glauben auch kaufen können. Und Sparta jetzt. Ja, ja, habt schon recht. Greift mich nur an, ich hab's verdient. Wir fliehen. Zoroastrismus da drinnen. Ausgezeichnet. Sollen wir diesen Menschen den Zoroastrismus bringen? Hasst er mich dann? Noch mehr? Noch mehr als was? Als jetzt schon? Hm. Kaum vorstellbar.
Ich habe mich in Toronto wieder als souverän. Nicht abgelöst, aber zumindest. Diese Kröte. In Wirklichkeit hätte das verdient, dass ich ihn angreife, religiös. Aber ich will noch nicht aggressiv sein, was das betrifft. Wir warten hier. So, warte mal, ich könnte dich befördern oder ich könnte einfach gleich den Glauben missionieren. Das ist ja das, was wir machen wollen. So, apropos Glauben und Sachen kaufen mit Glauben. Da können wir auch was kaufen, nämlich eine Universität. Ausgezeichnet. So, das brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht, brauchen wir nicht. Haben wir das schon gesehen? Ja, haben wir. So. Wo machen wir die nächste Stadt? Da hier. Oder da hier. Oder da hier. Na, du gehst mit. Geh mit dem bitte mit. Boah, wir sind also ganz schön schnell mit allem. So, und du kannst das wahrscheinlich nicht herbauen, weil du keinen religiösen Bezirk hast, nicht wahr? Lass mich raten. Ach Gott, das sind Idioten. Na okay, dann bauen wir noch einmal einen Siedler. Und wir reformieren unsere Kirche. So, plus 2 Gold für jede Stadt mit dieser Religion. Hm, nicht schlecht. Papstprimat. Typbonusse von Stadtstaat mit eurer Religion sind 50% stärker. Hm, auch nicht schlecht. An und für sich. Jeder heilige Städte- und Theaterplatzbezirk in einer Stadt mit dieser Religion bringt plus 1 Glauben. Das ist nicht schlecht. Mehr Glauben und mehr Kultur durch die Kulturbezirke. Glauben für jede Stadt mit dieser Religion. Nein. Nein. Plus 1 Wissenschaft pro 5 Anhänger dieser Religion. Weltkirche plus 1 Kultur pro 5 Anhänger. Campus oder Handelszentrum, Bezirke. Auch nicht schlecht. Plus ein Gesandter in jedem Stadtstaat, wenn dieser erstmals diese Religion annimmt. Nein, das ist doof. Kampfeinheiten erhalten plus 10 Kampfstärke innerhalb der Grenzen von freundlich gesinnten Städten mit dieser Religion. Hm. Wanderprediger. Religion breitet sich in Städten aus, die 30% weit entfernt sind. Klosterisolation. Der Druck eurer Religion nimmt durch verlorene theologische Kämpfe niemals ab. Hm. Städte starten mit dieser Religion, wenn sie von einem Spieler gegründet werden, der diese Religion als Mehrheitsreligion hat. Hm. Auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht. Oder Schrift. Natürlich breitet sich schneller aus. Hm. Wollen wir eine schneller ausgebreitete oder wollen wir mehr Glauben und mehr Kultur? Derzeit würde das bedeuten ein Glauben und 2 Kultur mehr. Das würde 2 Geld und 1 Wissenschaft mehr bedeuten derzeit. Hm. Ich weiß nicht, wie viele Anhänger wir haben, aber
Das wäre auch wahrscheinlich irgendwo so im Bereich 3-4 Kultur dazu. Plus 2 Glauben für jede Stadt mit dieser Religion in anderen Zivilisationen und Stadtstaaten. Na okay, ist nicht ganz so viel. Das würde wahrscheinlich mehr Geld bringen. Ja, es bringt insgesamt mehr Geld als das Kultur. Oder wir machen die Verbreitung einfach besser. Der erste macht Verbreitung besser. Und den zweiten, den wir nehmen, der wird dann Kultur oder sowas verbessern. Jo. Ja, wir haben hier schon 35 Minuten, sehe ich gerade um. Jetzt bin ich ein wenig abgelenkt worden. Oh, wir haben da ein Lager mitten an unsere Straße gebaut. Echt jetzt? Ach Gott. Das ist ja wohl hoffentlich nur ein Witz. Na gut, oh, vielleicht sollte ich mich um diese Stadt auch hinten nochmal kümmern. Okay, na, das mache ich, während ich ihr weg seid. Meine Lieben, ich wünsche euch einen schönen Nachmittag, Abend oder sonst was. Bis dann. Schlaf gut und träumt was Schönes.